Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder eingeschaltet habt. Heute ist Kakerlaken-Party-Zeit, das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die gesamten Telefonate aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen vielen einzelnen Telefonaten. Ja, bitte. Wie kann ich denn behilflich sein? Einen wunderschönen guten Tag. Ja. Herr Voss spricht am Apparat. Hören Sie mich, ja? Hören Sie, ja. Ich melde mich Rucker-Statusabteilung vom Blockchain-System. Und was also, für eine Abteilung? Rucker-Statusabteilung. Es geht um Ihre Aktivitäten auf dem Finanz. Ja. Ich weiß, Sie haben schon Geld investiert auf den Finanzmarkt. Aber wo Auszahlungen denn? Konnten Sie nicht tätigen, ja? Wo habe ich denn investiert? Haben Sie ungefähr vor 2 Jahren. Sie haben Geld investiert in die Online-Trading. Wo denn? Und wie ich in meinem System sehe, Ihr erster Betrag war 250 Euro. Erinnern Sie sich daran? Nee. Bei welcher Firma denn? Das war am Anfang Profitquelle, danach Profitkapital. Diese Brokerfirma hat viel mal seinen Namen gewechselt. Genauer Name kann ich nicht sagen in diesem Fall. Aha, und woher wissen Sie dann, dass ich Geld investiert habe? Wir sind da vom Blockchain beauftragt und unsere Aufgabe ist da, Ihre blockierten Transaktionen, was unter Ihrem Namen und Vorname steht, am Blockchain-System. Wer ist denn Blockchain? Wieder aktivieren und zurück zur Stadt. Wissen Sie bestimmt, was Blockchain ist, oder soll ich Ihnen erklären? Ja, dann erklären Sie mal. Ja, gerne. Blockchain ist ein Kostensystem, welches prüft jede Transaktion, was am Finanzmarkt gibt. Ist das egal, ist 1 Euro, 1.000 oder 100.000, alles muss vom Blockchain bestätigt sein, was am Finanzmarkt durchgeht. Und da werden die Transaktionen informieren? Wie geht das? Wie bitte? Und wie kann Blockchain Sie informieren? Wie geht das? Ja, geht das. Blockchain arbeitet mit kleinen Firmen, welche sind beauftragt von Blockchain über Rückerstattungsprozesse. Aber Blockchain ist doch ein System und keine Firma. Genau, genau. Blockchain ist ein System. Deswegen, und wie kann ein System Sie informieren? So, System, das ist logisch, kann ich selber bei Ihnen anmelden, ja? Genau, deswegen kriegen wir solche Kundendaten, Webhaltschwierigkeiten auf dem Finanzmarkt. Mit Auszahlungen. Genau deswegen bin ich bei Ihnen gemeldet, um zu klären. Sie haben gesperrte Geld am Blockchain-System, welche können Sie aktivieren, entsperren und auszahlen lassen. Wie viel Geld natürlich, ist das denn? Wir haben gemeinsame Interesse mit unseren Kunden sozusagen, was sehr wichtig ist. Erstmal, Sie sollen Ihre ganz blockierte Balance zurückzukriegen und wann werden Sie auszahlen lassen, nachdem bekommen wir ab 2-5% als unsere Provisionssumme. Aha. Genaue Summe kann ich nicht Ihnen sagen, weil meine Aufgabe ist, Ihnen identifizieren, in unserem System sich verifizieren und nachdem Sie bekommen ein eigenes Finanzexpert von uns, Sie bekommen ein E-Mail von unserem Finanzexpert, einen Anruf und der ist zuständig für sich, Rückerstattungsprozedur anzufangen bis Schluss. Und die weiteren Daten und Informationen kriegen Sie von unserer Finanzabteilung. Meine Aufgabe ist nur, Ihnen identifizieren und sich verifizieren in unserem System. Nachdem Sie bekommen ein eigenes Finanzexpert, mit wir arbeiten Sie weiter. Mhm. So, wegen Datenschutzgründen bei mir ist geschützt, wie hoch ist Ihre Summe? Kann ich nicht sehen, deswegen will ich nicht etwas falsch sagen, verstehen Sie mich, ja? Also Sie können nicht sehen, bei wem ich investiert habe und wie viel und Sie wissen eigentlich gar nichts, aber Sie rufen an, weil Sie wissen, ich hab da Geld. So, die Zellen ist bei mir geschützt. Was ich hier sehe, unter Ihrem Namen und Vorname steht, blockierte Geld. Aber genaue Summe und genaue Betrag. Bei mir ist das klar, ich sehe nur die Stellen. Und diese Daten kriegen Sie von unserem Finanzexpert. Wir sind zuständig für Sie, Rückerstattungsprozedur anzufangen, Beschluss, ja? Weil ich bin nicht da zuständig für Sie, Rückerstattungsprozedur anzufangen. Wie ich gesagt habe, meine Aufgabe ist, ihn verifizieren in unserem System und nachdem bekommen Sie
ein eigenes Finanzexpert von uns, der ist zuständig für Sie, Rückerstattungsprozedur anzufangen. Die zeigt Ihnen genau, Summe, was unter Ihrem Namen und Vorname steht und die alle blockierte Transaktionen, was Ihnen gehört. Aha. Ich hoffe, Sie haben alles gut verstanden, ja? Naja, geht so. Ja, sehr schön. So, Einzige, was von Ihrer Seite machen, Sie sollen irgendeine Kryptokonto haben, welche ist aktiv und welche ist sicher für sich. Und wissen Sie ja bestimmt, was Kryptowallet bedeutet? Mhm. Sehr schön. Haben Sie schon mal irgendeine Kryptowallet benutzt? Ja. Welche Kryptokonto haben Sie benutzt? Was meinen Sie? Welche Plattform, mit welchem Kryptokonto benutzt, meine ich das? Zum Beispiel, es gibt viele verschiedene Kryptowallet, Coinbase, Bitpanda, Binance, Metamask und so weiter, ja? Mhm. Welche nutzen Sie? Wie heißt Ihre Kryptotasche? Das habe ich bei Binance. Sie haben Binance, ja? Ja. Das ist ja schön. Das heißt, mit Ihrem Binance Wallet können Sie Ihre blockierte Transaktionen auf Ihre Binance-Konto kriegen, in die normale Währungen umwandeln und auszahlen lassen. Mhm. Und wenn Sie wollen, Sie können noch weiter handeln. Das entscheiden Sie absolut selber. Wie ich gesagt habe, wir haben gemeinsame Interesse mit unseren Kunden. Wenn Sie bekommen Ihr gesperrtes Geld, was bei der Blockchain-System steht, nach dem Auszahlungen bekommen wir ab 2 bis 5%. Es hängt ab Ihre Auszahlungen, verstehen Sie mich, ja? Vorher, Sie warum? Zahlen keine Cent bei uns. Wie bitte? Und warum bekommen Sie da was ab? Wofür denn? Habe ich nicht verstanden. Was meinen Sie bitte? Na, wofür bekommen Sie denn da Geld von meinem Geld ab? Ach so, Sie bekommen von uns eine Rechnung, wo steht die Daten, wo sollen Sie dieses ab 2 bis 5% überweisen? Sie bekommen das per Post. Ja, und warum bekomme ich da eine Rechnung? Wie ich gesagt habe, unser Interesse ist ab 2 bis 5% nach den Auszahlungen. Natürlich, wir sind keine rotes Kreuz, ja? Ja, aber ist ja mein Geld. Ja, das ist doch Ihr Geld, aber wenn Sie Schwierigkeiten haben mit Auszahlungen, wir sollen mindestens 2-3 Stunden arbeiten für Ihre blockierte Transaktionen. Das sollen wir finden, aktivieren und so weiter, ja? Mhm. In diesem Fall, wenn Sie es selber können schaffen, machen Sie es. Ich weiß ja nicht mal, wo Sie das Geld gefunden haben, aber das sagen Sie ja auch nicht. So, das habe ich schon mal gesagt. Bei Blockchain-System unter Sie haben nur gesagt, Sie wissen nicht, wo das Geld herkommt. Wie bitte? Ja, Sie haben nur gesagt, Sie wissen nicht, wo das Geld herkommt. So, ich bin zuständig für Sie in unserem System verifizieren. Nachdem Sie bekommen ein eigenes Finanzexpert von uns und die zeigt Ihnen genaue Summe, was Sie auszahlen können und die zeigt Ihnen alle blockierte Transaktionen, was am Blockchain-System steht. Wie ich gesagt habe, dafür bin ich nicht zuständig, dass für sich Rückerstattungsprozedur anzufangen, ja? Mhm. Erst einmal, Sie sollen in unserem System sich verifizieren, weil zum Beispiel, wenn ich auf Ihre Binance-Konto Geld überweisen und werde sie nicht auszahlen lassen. In diesem Fall kriege ich Strafe von meiner Arbeit und verliere ich meinen Job. Das will ich natürlich nicht. Genau deswegen, ich muss sicher da sein, dass Sie genaue Person sind, wem gehört diese blockierte Transaktionen. Und wenn sie sich verifiziert bei uns in unserem System, ich werde weiter leiten Ihre Portfolio bei unserer Finanzabteilung. Sie bekommen ein eigenes Finanzexpert, ein E-Mail und Anruf von unserem Finanzexpert und die zeigt Ihnen die weitere Informationen und alles. Haben Sie es verstanden oder noch nicht? Ja, so eigentlich nicht, ne. So, wenn ich fragen darf, wie war Ihre Erfahrung auf dem Finanzmarkt? Wie meinen Sie das? Ich verstehe die Frage nicht. Ich frage ihn, wie viel Geld haben Sie eingezahlt auf dem Finanzmarkt? Haben Sie doch vorhin selber gesagt.
Was habe ich selber gesagt? Na, wie viel ich eingezahlt habe, haben Sie doch vorhin selbst erwähnt. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe Doch, gesagt, das Unternehmen habe ich 350 Euro. jetzt verschiedene. Das ist die erste Investition, was bei mir steht. Aber außer diese 250 Euro unter Ihrem Namen und Vornamen steht verschiedene Transaktionen geschehen, blockiert. Und das steht da am Blockchain-System. Und für Ihre Sicherheit, das bei mir geschützt und die genaue Summe und die alle Transaktionen getrennt, kann ich nicht sehen, ja. Das geschützt mit Stern. Aber das zeigt Ihnen unsere Finanzexperte, wie ich gesagt habe. Wenn Sie Interesse haben mit Ihrem Geld, natürlich das ist Ihre Geld, nicht mein Geld. Ich habe gesagt, was ist meine Aufgabe für Sie. Wenn Sie es wollen, bitte schön, dafür bin ich da. Ich kann Sie bei uns verifizieren und für Sie Lückenstatusprozedur anzufangen. Ich werde Ihr Portfolio vollständig bearbeiten und da werde ich sofort weiterleiten bei unserer Finanzabteilung. Das ist nicht eine große Prozedur für mich. Ja, nun? Ja, ich bin da. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie wollen, Lückenstatusprozedur anzufangen, bitte schön, mache ich das für Sie gerne. Wenn Sie es Na, wollen, dann nicht, dann. los. Okay. So, wie Sie gesagt haben, Sie nutzen Binance Wallet, ja? Und Zugriff haben Sie nur selber auf Ihre Binance-Konto, ja? Sehr gut. Einloggen, Ausloggen schaffen Sie selber und Einzahlungen und Auszahlungen können Sie selber schaffen, ja? Sehr gut. So, sind Sie sich verifiziert auf Ihrem Binance-Konto, ja? Wenn Sie Einzahlungen und Auszahlungen schaffen, ich glaube, Sie sind schon sich verifiziert auf Ihrem Binance. So, die ersten Schritte, was Sie sollen von Ihrer Seite machen, für die sich verifizieren bei unserem System, Sie aktivieren Ihr Konto mit Minimaldeposit 200 Euro, das ist keine Bezahlung, das ist der Einzahlung, Sie überweisen das Geld an sich. Das bleibt bei Ihnen. Sie überweisen das Geld nirgendwo. Und wenn ich überweise, wenn Sie Überweisungsbeleg sehen, als Anhang, sobald ich den Beleg habe, ich werde Ihr Portfolio vollständig bearbeiten und zur Finanzabteilung weiterleiten. Danach Sie werden eine E-Mail und Anruf von unserer Finanzberatung bekommen, wer Ihnen hilft bei der Auszahlung. Das sollen Sie von Ihrer Seite machen, einzige. Was soll ich da jetzt machen? Ich habe das nicht verstanden. Sie nuscheln so. Sie sollen Ihrem Konto aktivieren mit minimalem Deposit 200 Euro. Wie ich gesagt habe, Sie überweisen das Geld nirgendwo, sondern an sich. Ja, mein Konto ist ja aktiv auf Binance. Ja, das ist aktiv, aber ich muss sicher sein, dass Sie gleiche Person sind, wem gehört dieses blockierte Transaktionen. Wie ich gesagt habe, diese 200 Euro Dann schicke ich Ihnen meinen bleibt bei Ihnen, das Personalausweis zu Geld. und dann kann man das ja darüber machen. Bitte? Dann schicke ich Ihnen meinen Personalausweis zu und dann wissen Sie es ja. Nein, bitte. Ich brauche nicht Ihre Personalausweis oder so weiter. Nur, ich muss sicher sein, dass Ihre Binance-Konto ist sicher für Sie und ist aktiv, kann Transaktionen tätigen und so weiter, ja? Dann gebe ich Ihnen jetzt meine Wallet-Adresse und dann überweisen Sie das, was da ist. Das ist nicht so einfach. Wir müssen sicher sein, dass Ihre Binance Wallet, Sie sind der genaue Kontoinhaber auf Ihre Binance Wallet und Sie sind die genaue Person, wem gehört dieses blockierte Transaktion. Ich benötige nur die Überweisungsbeleg als Anhang und werde Sie weiter leiten Ihre Portfolio bei unserer Finanzabteilung. Das ist die einzige Sache, was Sie sollen von Ihrer Seite machen. Und danach Sie bekommen einen wichtigsten Anruf von unserem Finanzexperten. So, wenn Sie es wollen und wenn Sie es schaffen, bitte schön, dafür bin ich da. Wenn Sie es nicht wünschen, dann ich auflege. Können Ich Sie es weiß nicht, selber was Sie jetzt von probieren. mir möchten. Das hat bis jetzt alles noch keinen Sinn ergeben. Ich möchte gar nicht von Ihnen, wie ich gesagt habe. Es geht um Rückerstattung Ihr Geld. Doch, Sie möchten mir Was ja Sie mein auf Geld Ihnen kosten wiedergeben. investiert. So, wie ich gesagt habe,
Unser Interesse ist ab 2 bis 5% nach dem Auszahlungen. Vorher, Sie sollen gar nicht bezahlen bei uns. Ja. Und diese 200 Euro, das ist keine Bezahlung. Ich glaube, dass Sie kluge Menschen sind und Sie wissen, wie Prozent... Ich verstehe jetzt 200 Euro meinen... Moment bitte. Ich glaube, Sie wissen, wie groß das zwei verschiedene Baustellen, ja, zwischen Bezahlung und Einzahlung. Hat jemand das gesagt, dass Sie sollen diese 200 Euro auf unsere Portfolio beweisen? Nein, bitte. Sie sollen an selbst sich das, diese 200 Euro beweisen auf Ihre Binance-Konto. Und ich benötige nur die Überweisungsbelege. Damit werde ich sofort weiterleiten in Ihre Portfolio bei unserer Finanzabteilung. Nachdem Sie bekommen eine wichtige Anruf von unserer Finanzabteilung, ich vereinbare einen Termin mit unserer Finanzabteilung und die gibt Ihnen die weitere Information. Mit diesen 200 Euro, glauben Sie mir, Sie verlieren gar nicht. Das bleibt unter Ihrem Namen und Vornamen. Und glauben Sie mir, ich brauche nicht Ihre 200 Euro, würde ich Ihnen direkt sagen, dass wir haben mehr großes Interesse als diese 200 Euro nach dem Auszahlungen. Sowieso kriegen wir ab 2 bis 5% als unsere Provisions. So. Ja, was brauchen Sie denn jetzt? Wollen Sie es machen? Ich brauche nur die Überweisungsbeleg, dass Sie Geld eingezahlt haben auf Ihre Binance-Konto unter Ihrem Namen und Vornamen. Haben Sie nicht verstanden? Nicht so wirklich, nee. Ich soll jetzt auf mein eigenes Kryptokonto Geld überweisen. Ja, auf Ihr eigenes Konto. Sie sollen einmalige Transaktion tätigen mit 200 Euro. Damit werde ich sicher, dass mit gleichen Kontoinhaber sind, wem gehört dieses blockierte Transaktionen, welche am Blockchain-System steht, unter Ihrem Namen und Vorname. Und ich benötige nur die Überweisungsbeleg als Anhang. Und wie ich gesagt habe, sobald ich den Beleg habe, ich werde Ihr Portfolio vollständig bearbeiten und zur Finanzabteilung weiterleiten. Haben Sie es verstanden, ja? Also ich verstehe jetzt nicht, wie mich das verifiziert, wenn ich mein Binance-Konto Ihnen dann Überweisungsbeleg gebe. Das hat doch mit einer Verifikation nichts zu tun. So, damit werde ich sicher, dass die gleiche Person sind, dass Ihre Binance-Konto ist sicher für Sie und aktiv. Mein Binance-Konto ist sicher für mich, ja. Ja, das wissen Sie selber, ja, aber das wissen wir nicht. Und wir sind nicht sicher, ja. Genau, deswegen sind Sie sich nicht sicher, dass Binance sicher ist? Wie bitte? Warum sind Sie sich nicht sicher, dass Binance sicher ist? Weil Binance ist ja ein lizenziertes Unternehmen in Deutschland. Ah, ja, das weiß ich. Binance-Konto ist verifiziert. Und was soll da jetzt genau nicht sicher sein? Dass Sie gleiche Person sind, wem gehört dieses blockierte Transaktionen? Was am Blockchain-System steht. Wie ich gesagt habe, so, wir sprechen schon 20 Minuten, ja? Wie denken Sie? Ihre 200 Euro brauche ich nicht, bitte. Wie ich gesagt habe, wir haben mehr Interesse als 200 Euro nach dem Auszahlungen, wenn Sie bekommen Ihr ganz blockierte Balance auf Ihre Binance-Konto. Nachdem wir bekommen ab 2 bis 5% als unsere Provisionssumme. Erst einmal, Sie sollen Ihre ganz blockierte Balance zurückkriegen und auszahlen lassen. Und danach bekommen wir unsere Provisions. So. Wenn Sie etwas Fragen haben, bitteschön. Fragen Sie mir, werde ich Ihnen nochmal antworten. Also ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. So. Ich erkläre noch einmal, ja. Mhm. Unser System läuft so. Erst einmal, Sie sollen bei uns verifizieren. Zum Beispiel, wenn Sie auf Amazon sich verifizieren. Erst einmal, Sie sollen sich verifizieren und nachdem bekommen Sie eine E-Mail und alles, ja, was Sie wollen von Amazon. Das ist logisch, ja. Wir sollen sicher sein, dass Sie gleiche Person sind, wem gehört diese blockierte Transaktionen. Und diese 200 Euro, das ist keine Bezahlung, bitte. Das ist Einzahlung. Und das überweisen Sie an selbst sich auf Ihrem eigenes Konto, auf Ihrem Binance-Konto. Und ich benötige nur jetzt auf mein eigenes Konto 200 Euro überweisen. Genau, ja. Dann machen wir jetzt mal einen anderen Betrag aus. Würde ich jetzt vielleicht mal 1 Cent drauf überweisen, das reicht ja. Das ist unsere Regel. Sie sollen minimale Deposit 200 Euro haben
auf Ihre Binance-Konto, weil es Das geht geht ja da drauf. um Das habe ich große locker da Summe. drauf. Wie bitte? Das habe ich da locker drauf, ja. Ja, kann sein, Sie haben schon Guthaben auf Ihrem Binance-Konto, Ja. aber wie ich gesagt habe, das soll von der letzten 24 Stunden sein, die letzten Transaktionen. Dieses Geld können Sie wieder zurückziehen. Aber ich benötige nur die von letzte, mindestens von letzte 24 Stunden sein, einmalige Transaktion. Billig, dass Sie im Guthaben haben auf Ihrem Konto. Und Sie können es wieder jederzeit zurückschieben, abschieben. Und So. warum müssen das 200 Euro sein auf mein Binance-Konto, die ich da überweisen muss? Ich meine, da reicht doch zur Legitimation von Fendt. Okay, werde ich Ihnen erklären. Zum Beispiel, wenn es ist der vierstellige Summe, Sie sollen 100 Euro haben auf Ihrem Binance-Konto als Kautionssumme. Wenn es ist der fünfstellige Summe, Sie sollen 200 Euro haben auf Ihrem Binance-Konto. Wenn es ist sechsstellige Summe, Sie sollen 500 Euro haben als Guthaben auf Ihrem Binance-Konto. Und wenn es ist mehr als Millionen, Sie sollen 1000 Euro haben. Ja, aber Sie wissen doch gar nicht, wie viel Geld ich da jetzt bekomme. Also können Sie doch gar nicht wissen, wie viel Geld ich jetzt überweisen Das muss. darf ich nicht Ihnen sagen. Wegen Datenschutz Ja, kann ich das nicht genau. Ihnen sagen. Wie ich gesagt habe, erst einmal, Sie sollen bei uns verifizieren. Ja, und nachdem bekommen Sie ein eigenes Finanzexpert von uns. So, das entscheiden Sie absolut selber. Ja, das habe ich nicht gesagt, dass Sie sollen auf jeden Fall es machen, wenn Sie es wünschen, Ihr gespartes Geld wieder entsperren und auszahlen lassen. Bitte schon, dafür bin ich da und werde ich Ihnen weiterhelfen. Okay, sagen Sie mir bitte einfach Bescheid. Was soll ich Ihnen Bescheid sagen? Heute kann ich noch mal nach halbe Stunde wieder anmelden, oder? Ich bin an der Leitung, denken Sie noch 2, 3 Minuten und sagen Sie mir Bescheid. Und wie ich gesagt habe, Sie verlieren die 200 Euro nicht. Das ist logisch, ja? Sie machen selber auf Ihr eigenes Konto Einzahlung. Dieses Geld bleibt bei Ihnen, ja? Niemand da hat Zugriff mit Ihrem Binance-Konto und das ist logisch. Ja? Niemand kann Ihr Geld klauen, sozusagen. Und das will ich natürlich nicht, ja. Weil unser Interesse ist, nach dem Auszahlen mehr als 200 Euro. Wir kriegen Provisionssumme auf 2 bis 5%, wie ich gesagt habe. Ja, aber ich verstehe den Sinn da tatsächlich immer noch nicht. Was muss denn da alles auf dem Überweisungsbeleg zu sehen sein? Nutzen Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Nö. Ja oder nein? Nee, immer noch nicht. Okay. Dann Sie nutzen E-Mail, ja? Ich habe eine E-Mail, ja. Ja. Wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Ist das klaus.eichelkase@eichelkase, ja? eichelkase@ndcc-fun.de. Ist das Ihre korrekte E-Mail-Adresse? Genau. Okay, sehr schön. Dann, Sie bekommen eine Nachricht von mir per E-Mail und dort können Sie Überweisungsbelege senden. Und Sie bekommen noch eine Ahnung von mir, vereinbare ich einen Termin für Sie bei unserer Finanzabteilung und warte ich einfach Ihre Nachricht per E-Mail. Aha. Okay. Wollen Sie es machen, ja? Warum fragen Sie alle 5 Sekunden, ob ich das machen will? Weil ich muss Bescheid wissen, ja. Wenn Sie es nicht wollen, Wer will denn nicht sein Geld zurück? wie bitte? Wer will denn nicht sein Geld zurück? Macht ja gar keinen Sinn. Ja. Ja, weil ich muss Ihr Portfolio vollständig bearbeiten. Genau deswegen habe ich das gefragt. Aha. Okay. Dann ich sende jetzt eine Nachricht per WhatsApp. Entschuldige ich mich, nicht per WhatsApp, per E-Mail. Und schreiben Sie mir dort Bescheid oder senden Sie mir einfach Überweisungsbeleg und melde ich mich noch einmal später, sobald ich den Beleg habe. Wenn Sie da jetzt eine E-Mail schreiben, kann ich ja direkt antworten. Okay, ja. So, ich sende jetzt eine Nachricht per WhatsApp. Ich lege jetzt auf, bedanke ich mich für das Gespräch, für Ihre Zeit und bis später, ja, auch wieder Ja, aber hören. Sie können doch direkt dranbleiben, wenn Sie jetzt eine Nachricht schicken. Dann kann ich Ihnen das Ah, ja direkt okay. drauf Okay, antworten. Zu albern.
Okay, dann ganz kurz. Bleiben Sie in der Leitung, bitte. Ich bin auch da. Hallo? Mhm. Sind Sie da? Ja. So, hab ich eine Nachricht gesendet per E-Mail? Haben Sie schon ein E-Mail bekommen von mir? Nö, noch nicht. Ich guck gleich mal. Okay, machen Sie es ruhig, bitte. Moment. Das ist wieder mal bei mir zurückgekommen. Ist das Ihre korrekte E-Mail-Adresse, bitte? Ich wiederhole noch einmal. klaus.eichelkaiser@mdcc-fan.de. Genau. Oder nutzen Sie irgendeine andere E-Mail? Nö, das ist die E-Mail-Adresse. Ja, okay. Probiere ich noch einmal dann. Können Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse diktieren? Na, Sie haben die doch richtig vorgelesen. Ja, aber ich glaube, hier gibt es etwas falsch. Genau deswegen habe ich wieder Ihre E-Mail, was ich gesendet habe, zurückbekommen. @mdccfun.de. Moment. Jetzt Zeichen meinen Sie, oder? Ja. @mdccfun.de. Ich habe jetzt nicht mehr. @mdccfun.de. S-U-N. F-U-N.de, nicht S. F. F. Ja. Ach so. Moment. Am Anfang soll M sein oder ohne M? DCC Minuszeichen? Na, mdcfun.de. So, bei mir steht so. M wie Martha, D wie Dora, C wie Cäsar zweimal, minus fun.de. Ja. Und am Anfang ist Klaus. Nee, ohne Minus. Das Minus muss weg. Aber habe ich jetzt ach das so. Ach, okay. Dann sende ich noch ein. Dann Minus soll weg sein, ja? mdccfun.de. Okay, habe ich schon. So, warten Sie ganz kurz, bitte. So, ich hoffe, jetzt bekommen Sie eine Nachricht von mir. Haben Sie es? Nee, noch nicht. So, von mir ist gesendet. Dann gucke ich gleich nochmal. Prüfen Sie Spamverdacht. Kann sein, es ist im Spam gekommen. Prüfen Sie es ruhig, ich bin an der Leitung. Haben Sie gefunden? Ja, ist gekommen. Sehr schön. So, das ist meine E-Mail-Adresse. Ich bin Herr Tobias Voss. Und jederzeit Sie können mich erreichen auf dieses E-Mail. Na, ich schicke jetzt gleich das Bild zu. Okay, sehr gut. Ich warte. So, dann habe ich das Bild jetzt hochgeladen. Okay. So, und dann habe ich Ihnen den Download-Link zugeschickt. Okay. Ja, ich warte auf Ihre Nachricht. Ja. Sehr interessant. Ja. Sie benutzen Windows 10 und den Chrome-Browser. Wie bitte? Ich sage, Sie benutzen Windows 10 und den Chrome-Browser. Weil das ist der schnellste Browser. Ja. Lieber nutze ich immer Google Chrome Browser. Ja. Und Sie sitzen in New York?
Wir haben drei verschiedene Arbeitsstellen, aber wir sind für die deutschsprachige Kundenabteilung. Noch eine liegt in Österreich und noch eine ist in der Schweiz und noch eine ist in London. Ja. Ich bin jetzt in New York. Ich habe Ausbildung in Deutschland gemacht. Ich war in Wuppertal. Kennen Sie das Wuppertal, ja? Wo die Schwebebahn fährt. Ja, aber ich bin wieder zurückgekommen in New York, weil ich bin ein verlorenes Kind. Ich komme aus Norwegen. Meine Mutter kommt aus Holland und so. Ich bin in Deutschland groß geworden. Danach bin ich in New York umgezogen und so. Ich habe eine deutschsprachige Arbeit gefunden. Das war viel leichter für mich, weil Englisch ist, habe ich noch nicht gut verbessert. Aber also muss ich meine Deutschsprache verbessern. Deutschkenntnisse sozusagen. Aber Windows 10 ist nicht besonders sicher. Wie bitte? Aber Windows 10 ist ja nicht besonders sicher. Gibt ja schon Windows 11. Was meinen Sie bitte? Na, Ihr Computer. Da haben Sie ja das Betriebssystem Windows 10 drauf. Ist nicht besonders sicher. Was meinen Sie mit 10? Was steht da auf meinem Computer? Na, Ihr Computer. Sie benutzen Windows 10. Sagen Sie es noch einmal bitte. Ich sagte, Sie benutzen Windows 10. Ja, Sie meinen Windows 10. Habe ich jetzt verstanden. Ja, wir nutzen Windows 10. Und das ist eben der neueste Computer und die sind mit neuen Windows 10 gekommen. Gut. Und die sind der alte Programm da. Und die IP-Adresse ist 23.228.132.132. So, haben Sie ihm eine Nachricht gesendet, weil bei mir ist noch keine Nachricht bekommen. Haben Sie schon das gesendet? Ich habe Ihnen das Bild gesendet, ja. Moment. Bei mir ist noch keine neue Nachricht. Ganz kurz, bitte, ich prüfe meine Seite. Haben Sie Reply gemacht? Weswegen jetzt genau? Soll ich Ihnen das nochmal schicken, das Bild? Haben Sie E-Mail geantwortet oder einfach neue E-Mail gesendet bei mir? Ich kann es Ihnen ja nochmal schicken. Okay. Okay, ganz kleinen Moment, bitte. So, ich sende jetzt noch eine Nachricht und mache Sie dann das, wenn Sie es bekommen haben. So, jetzt sende ich Ihnen das nochmal zu, ja? Haben Sie schon noch eine andere E-Mail gesendet, oder? Na, ich habe Ihnen das jetzt nochmal geschickt. Ah, okay. Download JPG. Ach so. Das kann ich nicht offen. Können Sie eine Bild senden, bitte? Na, da müssen Sie direkt draufklicken. Das klappt nicht, genau. Oder muss ich nochmal zuschicken? Warten Sie, vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. So, da ist nochmal eine Nachricht von Ihnen gekommen, dann antworte ich da jetzt. Ich mache da mal vor den linken Pfeil, dann wissen Sie auch, wo Sie drücken müssen. So, jetzt füge ich das Bild ein. Wunderschönen guten Tag. Ich höre Sie leider nicht. Ist tot, die Leitung. Hallo. Ja. Hallo. Hallo, Herr Klaus Elkelka. Hören Sie mich? Mein Name ist Matteo Martinez. Ich rufe Untersuchungsabteilung von Blockchain, von FATF an. Untersuchungsabteilung? Von Blockchain, ja. FATF ist eine internationale Unternehmen, welche kontrolliert alle Kryptotransaktionen. Wir haben Ihre Informationen bekommen in mein System, dass Sie auf dem Finanzmarkt Geld investiert, aber jetzt Sie haben Probleme mit Auszahlung. Das stimmt oder nicht? Mit was habe ich Probleme? Mit Auszahlung von Finanzen. Was zum ist Beispiel, das? Sie haben gemacht eine Investition von Kryptowährung letztes Jahr oder letzten Monat. Aber jetzt, Sie haben keinen Zugriff, Ihres Geld, und Sie haben auch keinen Zugriff, diese Handelsplattform. Stimmt?
Nee. Okay, Sie haben keine Investition gemacht, oder? Warum ist Ihre alle Daten in Blockchain gespeichert, Herr Klaus? Weiß ich nicht, wo Sie die Daten her haben. Haben Sie irgendwo Name, gekauft? Ihre Name und Nachname, Ihre Handynummer und Ihre E-Mail-Adresse automatisch gespeichert in Blockchain. Deswegen, Sie haben schon... Aber Sie wissen schon, was Blockchain ist, ja? Blockchain ist dezentrale Speicher der Kryptowährung, Herr Klaus. Ja, aber nicht der Daten. Und es gibt auch keine zentrale Speicherung der Kryptowährung. Sowas gibt es nicht. Also, Sie haben keine Investition die gemacht. Die Blockchain ist sowas wie eine virtuelle Cloud. Bitte? Die Blockchain ist sowas wie eine virtuelle Cloud und keine virtuelle Speicherung. Und schon gar nicht eine zentrale. Was ist das, Blockchain? Habe ich doch jetzt erklärt. Bitte? Habe ich doch jetzt erklärt. Eine Blockchain ist eine dezentrale Cloud. Sie denken, Blockchain ist kein dezentraler Speicher der Kryptowährung, oder? Nee, Blockchain kann ja auch keine Kryptowährung sein und auch kein dezentraler, dezentraler Speicher schon. Aber Sie können haben ja gesagt, Sie, das ist ein zentraler Speicher und das ist ja falsch. Herr Klaus, können Sie auf einen Google Chrome zum Beispiel und schreiben, was ist das Blockchain, was macht Blockchain? Nee, habe ich keine Lust. Warum? Weil Sie doch eh bloß lügen. Okay, alles klar. Sie haben auch noch keine Märchen anhören. Okay, ciao, ciao, Herr Klaus. Ja, tschüssi, Märchenerzähler. Ja? Hallo? Hallo? Guten Tag, ich grüße Sie. Hier ist Paulina von Iron Effects. Wie geht es Ihnen? Von wem sind Sie? Ich kontaktiere Sie von Iron Effects. Sie haben bei uns ein Handelskonto registriert. Nee. Haben Sie nicht? Was ist das? Das klingt wie ein Schokoriegel. Wie bitte? Das klingt wie ein Schokoriegel. Ja, genau. Also sind Sie von einer Schokoriegelfirma? Nein. Das ist, Sie haben ein Handelskonto registriert. Na, aber warum es sagen geht Sie um denn Trading ja genau? Online. Nein, nein, ich, meine Fehler. Ihr Name ist Leon Spritzschlüpfer, ja? Spritzschlüpfer, ja. Genau. Okay, so Sie haben ein Handelskonto registriert gestern. Ja, weil das habe ich gemacht bei auf dieser komischen illegalen Webseite. Was meinen Sie komische illegale Webseite? Ja, da war so eine Phishing-Webseite, da habe ich mich dann aus Versehen mal ein paar Das ist eine legale Webseite? Nee. Und das ist eine regulierte Plattform? Ja, das stimmt ja auch nicht. Und warum haben Sie ein Konto registriert, wenn Sie andere Meinung sind? Weil ich mit kriminellen Leuten am Telefon sprechen wollte, um die dann auf... Guten Tag. Herr Mario Kart? Ja, tut gut. Schönen guten Tag, Peter Meyer, mein Name. Melde mich von der DWG, Herr Kart. Mhm. Wir melden uns derzeit deutschlandweit bei den Berufstätigen, die in der Vollzeit arbeiten, Teilzeit arbeiten oder in der Ausbildung sind. Und zwar geht es um den Anspruch auf den staatlichen Zuschuss, den man jetzt noch einmal vom Finanzamt erhält, Herr Kart. Berufstätig sind Sie, liege ich da richtig? Nee. Nein? Nee. Arbeitslos oder Schülerstudent? Was? Sind Sie Student? Nee, auch nicht. Arbeitslos? Nee. Was denn? Selbstständig? Auch nicht. Was sind Sie denn? Ich mache einfach nichts. Ich muss nichts machen. Ich habe das Glück, dass ich geerbt habe. Ah, ich gratuliere. Das gratuliere ich, was soll ich denn sagen? Können Sie schön vom Erbe leben dann. Mhm. Das ist doch schön. Na gut, dann schulden Sie die Störung bitte. Mhm. Wieder. Tschüssi. Ja? Hallo? Ich höre nix. Ist tot, die Leitung. Kann nichts hören. Ja? Hallo? Ja? Was möchtest du denn? Hallo? Ja, denn halt nicht. Betrüger. Guten Tag. Guten Tag. Hallo? Hallo? Ich höre Sie nicht. Ich höre Sie nicht. Hallo? Ich höre nur mich selbst. Ich höre nur mich selbst. Hallo? Ich höre immer noch nur mich selbst. Ich höre immer noch nur mich selbst. Hallo, hören Sie? Ja? Ja? Hallo? Das ist ein extremes Echo in der Leitung, sodass ich nicht rede. Dann höre ich mich ja die ganze Zeit selbst. Hallo? Machen Sie mal den Lautsprecher aus. Machen Sie mal den Lautsprecher aus. Hallo?
Ja, haben Sie den Lautsprecher jetzt aus? Nee, haben Sie nicht. Ja, aber wir haben keine Lautsprecher. Aus. Hallo, hören Sie? Na, ich höre mich ja selbst. Also, legen Sie bitte einmal auf und ich versuche nochmal bei Ihnen. Ja, dann rufen Sie nochmal an. Ja, legen Sie bitte auf und ich rufe nochmal an. Danke. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich höre mich wieder selber. Ihre Technik da ist kaputt. Ich kann Ihnen ganz gut hören. Ja, aber ich höre mich selbst. Das irritiert und stört mich. Weil ich wollte, ich bin von der Firma schon von lange, wo Sie bitte anfragen. Jetzt sind Sie wieder so leise, dass man Sie nicht mehr hören kann. Also Ihr Telefon, ich bin von der Firma Shop Online, wo Sie diese Anfrage gestellt haben. Ja, aber Ihr Telefon ist kaputt. Man hört Sie immer wieder. Das ist Echo in der Leitung, das ist blöd. Kann sein, dass die Verbindung bei Ihnen ist ein bisschen schlecht. Nee, das liegt nicht an meiner Verbindung. Ich habe heute schon mit 100 anderen Leuten hier telefoniert. Ach so. Und jetzt hören Sie jetzt besser? Ist jetzt bei Ihnen das in Ordnung? Na, weiß ich nicht, muss ich ja mal gucken. Ich höre mich ja immer selber bei Ihnen. Also ist immer noch kaputt bei Ihnen. Also, ich wollte Ihnen Spitzlüpfer ein paar Fragen zu stellen. Damit jetzt höre ich Sie wieder nicht. Sie sind ganz leise und es knarrt immer. Und das Echo ist noch da. Hallo? Ja, jetzt sind Sie wieder laut, aber das Echo bleibt ja. Also da müssen Sie mal Ihre Anlage reparieren lassen. Können Sie bitte einmal auflösen, damit ich zum zweiten Mal bei Ihnen melden kann? Na, dann legen Sie auf. Weil die Verbindung ist ganz in Ordnung jetzt bei Ihnen und deswegen... Na, aber ich höre mich ja immer selber und damit bin ich nicht zufrieden und Sie höre ich fast gar nicht. Sie sind sehr leise. Und mich höre ich dafür selbst umso lauter. Ich versuche nochmal bei Ihnen. Na, dann probieren wir es nochmal. Dankeschön. Ja, bitteschön. Hallo. Guten Tag, Sarah Balt ist mein Name. Ich melde mich von Firma Shop Online. Mit diesem Namen Leon Spitzhofer ist eine Anfrage gestellt für das Produkt Nomadeck. Mein Name. Richtig. Okay, und damit ich Sie besser beraten kann, Herr, erlauben Sie bitte am ersten ein paar Fragen zu stellen. Darf ich bitte? Nee, gerade nicht, weil es gerade eine ganz ungünstige Situation im Moment. Ah, so. Und wann soll ich nochmal melden, dann, Herr? In welcher Zeit, bitte, ist Wetter für Ihnen nochmal zu melden? Machst du morgen. Morgen? In wie viel Uhr, bitte, morgen? Irgendwann nach dem Ausschlafen, so um 15 Uhr oder so. Morgen um 15 Uhr. Okay, dann, ich bedanke. Ja. Bis morgen. Tschüss. Ja, tschüssi, mein Spätzchen. Tschüss. Ja. Guten Tag, Adrian Gummitz am Apparat von der Journal Medien melde ich mich. Aha. Martin Torhautschneider, bitte. Ja. Schön, dass ich Sie spreche. Es geht hier um das Gewinnspiel, den Sie online mitgemacht haben. Warum rufen Sie denn da und mit einer unterdrückten Rufnummer an? Das ist eine VoIP-System. Wir rufen Sie über PC an. Ja, es spielt ja keine Rolle. In Deutschland müssen Sie ja Ihre Rufnummer anzeigen, wenn Sie Leute anrufen. Unsere Rufnummer wird von Ihrer Anbieter verbergt, weil wir sie über PC anrufen. Das stimmt nicht. Dann recherchieren Sie es mal nach neuen Gesetzen. Aber warum rufen Sie denn die Leute einfach illegal an? Wir rufen sie nicht illegal, sondern legal an. Wo haben Sie denn die Anruferlaubnis her von mir? Vollidiot. Hallo? Hallo, schönen guten Abend, Herr Steiner. Frau Berger am Apparat, wie geht's Ihnen heute? Mir geht's gut, danke. Freut mich. Warum lachen Sie? Sind Sie da? Wunderschönen guten Abend, junge Dame. Hallo.
Ja. Ja, guten Abend. Verzeihung für die Störung. Darf ich mit Herrn Putz sprechen? Lutz Putzel? Lutz Putz, ja. Ja, Verzeihung für die Störung. Es geht, ich heiße Timo, ich vertrete die Firma Gerberich. Es geht darum. Hallo? Ja, hallo. Herr Timo, wie kann ich Ihnen denn behilflich sein? Ich denke, ich kann Sie behilflich sein. Ach so. Ja. Wobei denn? Das klingt jetzt spannend. Ja, jetzt wird entspannt. Ja. Herr Pussel, es geht darum, heute ist aber auf unserer Homepage eine Frage hinterlassen. Und zwar, es geht um Prostatrekumaktiv. Stimmt das? Was ist denn das? Was ist denn das? Erzählen Sie mehr. Okay. Ja, vielleicht kann Ihre Freundin etwas noch erzählen. Worüber lacht sie so? Ich bin über dieses Telefonat ein kleines bisschen irritiert. Das hat mich auch. Sorry, ich nehme Sie, es keine richtigen Namen, sind Sie nicht Herr Putzel oder wie heißen Sie? Putz. Wahrscheinlich, Sie möchten nur... Putz ist der Nachname. Okay, es geht um Prostatrekumaktiv. Ja. Ja, Mittel gegen, gegen Prostatitis. Was denn Prostatitis? Prostatitis? Haben Sie keine Beschwerden? Manchmal. Okay. Ja, ich denke, Sie haben keine Probleme, keine Beschwerden mit Prostata. Sie haben keine Beschwerden. Haben Sie Beschwerden mit wie häufiges Wasserlassen oder Schmerzen bei Urinieren? Ach, beim Pinkeln. Ja, das alles gut. Aber ich dachte, man kann ja mal vorsorgen. Okay. Ja, dann ist es keine gute Zeit, wie soll ich sagen. Natürlich, gute Witze ist wie eine Philosophie. Ja. Okay, ich verstehe, Sie wollten nur Spaß machen. Okay. Wie bitte? Sorry, okay, ich habe Sie verstanden. Ja. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Putz. Mein Name ist Herr Schneider, Mitarbeiter von der Firma Gerberich. Haben Sie bei uns Urogan bestellt? Ein was? Urogan. Alles klar, Herr Putz, schauen Sie, ich sage Ihnen, wie es jetzt ist. Sie machen das schon nicht das erste Mal bei uns. Wenn Sie das bitte nochmal machen und sich nochmal so benehmen, werden wir Sie leider Gottes anzeigen müssen. Okay? Oh, das sagt ja eine kriminelle Firma. Nee. Betrügt? Nee, das Problem ist, dass Sie, wissen Sie, was ich meine? Gestern schon haben Sie mit Kollegen gesprochen, haben sich nicht ganz richtig benommen. Jetzt schon wieder. Frage ist, warum machen Sie sowas? Alles Gute. Guten Abend. Einen schönen Abend, Herr Putz. Mein Name ist Marie Steiner. Ich rufe Sie bezüglich Prostatrekum Plus an. Sie bestätigen die Bestellung. Wer sind Sie? Es geht um Prostatrekum Plus. Ich hoffe, Sie bezüglich einer Anfrage für Prostatrekum Plus, Herr Putz. Mhm. Sagen Sie bitte, haben Sie die Anfrage für das Mittel hinterlassen auf der Webseite? Nee. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Okay. Ja. Hallo, schönen Hallo. Tag. Ja. Was denn? Grüß Gott, der Adriano bin ich von der Firma Shopline mit diesem Namen Leon Spritz Schlüpfer. Es ist eine Anfrage auf unserer Website für das mit der Normadex gestellt. Ja. Richtig. Und du? Ja, hallo? Ja, was denn? Was möchten Sie denn? Nur wenn Sie nicht reden, dann weiß ich nicht, was Sie von mir möchten. Kein Problem, denn ich will gar nichts, aber ich habe jetzt gesehen, den gleichen Nummer, die Sie schon viele Anfragen bei uns stellen. Sie möchten einfach den Zeit verschwinden, oder? Ja, genau. Bitte, das ist kein Spiel, okay? Doch, doch. Passen Sie es auf sich auf. Ja, ich rufe Vorsicht, nur, frage Achtung, mich aber noch tausendmal schönen Tag noch, ja. Wiederhören. Bis später. Alles klar, wiederhören. Bist ja noch dein, Karl Kasper, Betrüger.
verkaufen ja eigentlich gerne diese illegalen Pillen. Also, lieber Herr, nochmal, bitte stellen Sie keine Anfrage. Es ist kein Doch, Spiel, ganz viele. Bitte. Okay? Ich gerade sogar jetzt. Alles klar. Auf Wiederhören und bis gleich. Bleiben Sie gesund. Ja, du nicht, weil du verkaufst. Guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Leon? Ja. Sehr angenehm. Lieber Herr, mein Name ist Paula, ja. Ich bin offizielle Vertreter des Herstellers von Mitteltoxikof, ja. Das ist also für Entgiftung des Körpers. Und Sie haben sich dafür interessiert. Ist das richtig? Ja. Dann, ich wollte Sie ganz kurz beraten, ja, kurz informieren. Also, aber ich muss ein paar Fragen stellen. Ist okay für Sie? Lieber Herr, dann sagen Sie mir bitte, bestellen Sie für sich diese Mittel? Nee. Für jemanden? Ja. Okay. Gut, dann also, welche Probleme hat also dieser Mensch? Also, welche Störungen hat? Müdigkeit, Schwäche, Schlafstörung, Hautprobleme, Wurmparasiten, was? Welche ich glaube, Probleme? Da ist von allem so ein bisschen dabei. Bitte nochmal? Ich glaube, von allem ein bisschen. Ein bisschen, habe ich verstanden. Und dann vielleicht hat dieser Mann, also Mann oder Frau, weiß nicht, dieser Mensch, schwächte Immunsystem, ja? Geschwächtes. Und wie alt ist dieser Mensch? 95. 95, okay. Gut, dann also, ich habe Sie verstanden, lieber Herr Leon, Sie möchten für jemanden diese Mittel bestellen, ja? Und dann vielleicht möchte dieser Mensch also ihr Körper von Wurmparasiten reinigen, so, also und für, also dann so. Also Toxikof ist sehr mächtig, ja, das vielleicht haben Sie darüber gelesen, ja, Toxikof ist eine neue, völlig einzige, sichere und wirksame Kombination. Hilft mir also 250 Arten von Parasiten zu beseitigen, ja. Und Toxikof ist ein Komplex von natürlichen Inhaltsstoffen, die der Körper von Schlacken, Toxinen, also Parasiten reinigen und die Immunität zu verstecken. Ne? Und als Ergebnis der Reinigung des Körpers wird die Funktionen der inneren Organe verbessern. Ja? Er hilft Schmerzen und Blähungen im Magen-Darm-Trakt zu beseitigen, den Stoffwechsel beschleunigen, Allergien, chronische Müdigkeit und andere negative Probleme loswerden. Ne? Und bei der Anwendung von Toxikof erhöht sich die Immunität und verhindert Virenkrankheiten. Dann also Toxikof hilft also Kraft und gesundes Aussehen zurückzugewinnen. Und bereits in der ersten Wochen werden Parasiten und Magen-Darm-Trakt weg, ne? Wenn Parasiten müssen reinigen. Und das gewünschte Ergebnis zu erreichen, man muss das Mittel nach unserer Empfehlung regelmäßig ohne Pause benutzen. In diesem Fall garantieren wir Ihnen das gewünschte Resultat. Ne? Und bereits nach der einer Woche der also Anwendung von Toxikof werden sich Veränderungen bemerken. Ne? Mehr Lust, mehr Energiebeseitigung der unangenehmen Symptome. Und in einem Box gibt es 20 Kapseln drinnen, da reicht für 10 Tage. Ne? Man muss, wie kann man das benutzen? Dann also, man muss zweimal am Tag vor dem Essen trinken. Ja? Ja. Man muss dann viel Wasser trinken. Ne? 1-2 Liter Wasser mehr trinken. Also deswegen so, ich empfehle Ihnen ein Set-Programm bestellen. Na, dieses Programm also besteht von 3 Packungen. Ne? Das ich würde insgesamt 17 Packungen nehmen. Wie viele Packungen? 17. 17 Packungen möchten Sie ja, nehmen? Ja, genau. Insgesamt 17 Packungen. Moment, und 17 Packungen. Möchten Sie 17 Packungen nehmen? Genau. Moment. Lieber Herr Leon, Entschuldigung, Sie bitte, darf ich frage ich meine Chefin, ja? Ja. Dann 17 Packungen, was kostet 17 Packungen? Und nach ein paar Minuten, ich rufe Sie nochmal, okay? Okay. Ja, eine Minute warten Sie bitte. Ja. Dankeschön. Ja, hallo? Hallo? Herr Leon, jetzt habe ich gerade mit meiner Chefin gesprochen, ja?
Es geht um Toxikow. Also heute kann ich 11 Packungen schicken und morgen dann also 6 Packungen. Geht es? Also das bedeutet, 7 Packungen bezahlen Sie, 4 Packungen Geschenk. Insgesamt diese 11 Packungen kostet 356,34 €. Ja. Das ist gut für Sie. Mhm. Okay, dann ich brauche Ihre Adresse. Können Sie mit Postleitzahl beginnen? 12055. Bitte nochmal 11. 12055. Entschuldigung, 11 oder 12? Na, 12. Ja, weiter? 055. 055, das ist Berlin, ja? Ja. Und die Straße, wie lautet? Braunschweiger Straße. So, Moment. Die erste Buchstabe ist B wie Dora? Nee, Braunschweiger Straße. Also B wie Bertha, ja? Braunschweiger Straße, welche Nummer? Ja, ist die 188. 188, okay. Okay, 188, ne? Da, Moment, 188. Ist das ein Familienhaus oder Privathaus? Nö, das ist so Miete. Das ist Miete, ne? Moment. Und Ihre Name steht im Briefkasten, Ihre Name? Ja, und an der Klingel auch. Aha, Moment. So, also jetzt ich wiederhole, ne? Ihre Adresse, bitte prüfen Sie bitte, ob ich alles richtig geschrieben habe, ne? Also, Moment, Brau, warum macht das? Und Ihr Name steht im Briefkasten, ja? Sie haben mir gesagt, dass, also gut, also Braunschweiger Straße 188, richtig? Ja. Postleitzahl ist 12055. Ja. Das ist Berlin, ja? Gut. Und lieber Herr Leon, Sie bestellen heute 11 Packungen, ja? Toxikow kostet 356,34 €. Okay, ja? Ja. Das bedeutet, 7 bezahlen Sie, 4 bekommen Sie geschenkt, ne? Und Ihr Name Leon, also Spritzschlüpfer, na, steht im Briefkasten. Ihr Name, Vorname, Nachname? Ja, vor der Nachname steht Spritzschlüpfer. Okay, und ich brauche dann Ihre E-Mail-Adresse oder Handynummer, haben Sie das? Nee, ich habe bloß Festnetz. E-Mail-Adresse keine? Nee, sowas benutze ich nicht, nee. Und Handynummer auch keine? Nee, sowas benutze ich nicht. Ich habe nur mein Festnetz. Aha, okay, dann, lieber Herr, dann also, wenn Sie also E-Mail-Adresse dann geben oder immer also Handynummer, dann ich kann Ihnen Informationen schicken, Link schicken, um zu zahlen, ne? Dann also Sie haben dann keine Möglichkeit online bezahlen, ja? Dann Sie können bei Post bezahlen. Wenn das Paket kommt, ja, dann bezahlen Sie, ne? Dann Sie werden vom Post informiert, ja, Sie bekommen einen Zettel an Ihren Briefkasten, dort wird Postadresse geschrieben, ne? Also dann können Sie, wenn Sie zu Hause sind, können Sie direkt dem Kurier bezahlen, dann das Paket nehmen, okay? Aber wenn Sie dann nicht zu Hause, man muss dann zur Post gehen, dort bezahlen, dann das Paket nehmen, okay, ja, für Sie? Ja. Lieber Herr, aber warum habe ich im Google Karten gefunden so? Braunschweiger Straße, also 188, ja, Sie haben mir gesagt. Genau, ja. Das ist eine Wohnung, die und Sie mieten, ja, diese Wohnung? Ja. Aha, und im Briefkasten, also steht Ihr Name und Vorname, Nachname oder Nachname? Nein, Nachname. Okay. Gut, dann, lieber Herr, dann bitte verpassen Sie bitte nicht, ja, diese SMS oder also Link vom Post, ja, also dann, Sie werden informiert und seien Sie bitte aufmerksam. Ja. Und ich wünsche Ihnen gute Resultate, ja. Ich bin sicher, dass Sie sehr zufrieden bleiben, lieber Herr. Alles klar. Sehr glücklich sein, ja, und alles Gute, danke für Ihre Zeit. Haben Sie verstanden, ja? 11 Packungen, 356,34 €. Nächste Woche bis Freitag bekommen Sie, ja? Ja. Dieses Paket. Gut. Alles Gute, dann schönen Tag noch. Tschüssi. Tschüssi. Schönen guten Tag.
Ja. Hallo, Entschuldigung, ja. Sie bitte. Jetzt haben wir gerade also über Toxikow gesprochen, ja? Und lieber Herr Leon, ich habe in Google Karte also Ihre Straße gefunden, aber die Nummer zeigt mir falsch. Warum? 188, oder ich habe vielleicht falsch geschrieben, weiß nicht. Also 180 habe ich gefunden, 188 zeigt mir nicht. Wir sind im gleichen Haus. 188, ja? Ja, ist das gleiche Haus. Und 80? Na, in dem gleichen Haus da ist es. 80, ja, aber 80 habe ich gefunden. Ja, aber 188 steht an der Tür. Ach so, dann also, dann wenn ich 180 schreibe, dann das gut, ja, es geht. Nee, oder? Nicht, denn ist ja, ja falsch. Aha, 88 muss man schreiben. 188. Aber warum zeigt nicht, weiß nicht, warum zeigt nicht dann 88? Steht ja an der Tür. Braunschweiger Straße, 180 gibt es, 186 gibt es, aber 88 gibt es nicht. 188. Ja, 188, ja, richtig? Ja, genau. Vielleicht gibt es Strich und noch eine, also weiß nicht. Oder ist so einfach? Ist so. 188, ja? Und ja. Haben Sie schon etwas bekommen an diese Adresse vom Post? Ja, na klar. Ja? Mhm. Na, alles Gute dann. Probieren okay. Sie. Okay, alles Gute, ciao. Grüß Gott. Sagen Sie, machen Sie einen Lattenschuss? Hallo, grüß Gott. Ich möchte gerne mit Leon Spritz schlucken. Hallo? Ja? Ich möchte gerne mit Leon Spritz Schlüpfer sprechen. Ja? Herr Leon, grüß Gott, ich bin offizieller Vertreter des Herstellers von Produkt Toxikow. Gestern haben wir zusammen gesprochen. Leider habe ich am Anfang Ihre Adresse nicht also gefunden. Dann gefunden. Aber das ist nicht Wohnung, sondern Arbeitsort. Ja, richtig? Nee. Sie arbeiten oder wohnen? Da wohne ich. Wohnen. Können Sie noch einmal Ihre Adresse wiederholen, damit richtig wäre? Nee, also wenn Sie zu doof sind, eine Adresse einzugeben, dann hat sich's für mich erledigt. Schönen Tag noch. Ja, hallo. Was denn? Wollen Sie Ihre Bestellung? Das bedeutet, bei mir steht Adresse 1. Mäuschen, halt mal jetzt deine Schnute. Ey, es ist Sonntag. Sag mal, was ist denn bei dir nicht richtig? Ja, bitte. Guten Tag, mein Name ist Arif Dilek, Firma Geberich. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Sie wollten gestern bei uns eine mittelfristige Gesundheit bestellen und haben die Anschrift, also gesagt. Aber wir können diese Anschrift im System nicht finden. Darf ich das überprüfen, wenn es möglich? Also Sie haben. Hat Ihre Kollegin gestern schon 20 Mal getan. Die Adresse ist richtig. 12055 Berlin, Grünwalder Straße. Wie gesagt, das hat Ihre Kollegin schon gestern extrem oft getan. Die Adresse ist richtig. Wenn Sie zu blöd sind, die Adresse richtig einzugeben oder Ihr System scheiße ist, hören Sie auf, mich zu nerven. Es außerdem, davon abgesehen, ist heute Sonntag. Entschuldigen Sie. Verticken Sie jetzt einfach die Scheiße oder lassen Sie es. Aber nerven Sie mich nicht weiter. Schönen Tag, meine Damen. Schönen Tag. Ausländerbehörde? Ja, guten Tag. Also Herr Spitzschlüpfer? Spitzschlüpfer, ja. Ja, ich sehe, dass Sie sich bei uns registriert haben, bei unserer Investitionsplattform, ja? Hat doch schon einer angerufen. Was? Haben doch schon mehrere angerufen. Ja, und wollen Sie Ihr Handelskonto aktivieren oder nicht? Nee, ich denke nicht, weil das war alles unseriös. Ja, aber haben Sie wahrscheinlich etwas nicht richtig verstanden, wie unser Business-System überhaupt funktioniert. Die meisten Leute da angerufen haben und nur das Geld klauen wollten. Nein, es geht nicht um Klauen. Doch. Es geht um Austausch von Gewinn. Nee, das geht einfach nur von Diebstahl, das ist einfach nur Diebstahl, mehr nicht. Ihr klaut die Kohle und seid weg. Was haben Sie eigentlich von wahrscheinlich anderen Firmen gehört? Ich meine, ich kann Ihnen alles noch einmal erklären. Nee, also ich glaube nicht, dass die anderen 1000 Firmen, die da vor Ihnen angerufen haben, den Unterschied zu Ihnen machen. Weil ich meine, ich sage nicht, dass unsere Firma besser ist. Die anderen 99 Firmen haben auch versucht zu sagen, nee, nur die anderen sind böse. Nur ich bin nicht böse und dann wollen sie doch das Geld klauen.
Ja, niemand hier ist böse. Ich sage nicht, dass unsere Wettbewerber schlimm sind. Ja, okay. Danke schon fürs Gespräch. Tschüss. Schäm dich. Ja, bitteschön. Was denn? Hallo? Ja, was denn? Grüßen Sie, Herr Steiner. Was möchten Sie denn? Hören Sie mich? Ich höre Sie, ja. Was möchten Sie denn? Ich bin Bianca Sauer von Ihrem Handelskonto. So, alles gut bei Ihnen? Was denn für ein Handelskonto? Ja, genau. Sie haben schon ein Kontoeröffnungs- aktiviert? Ich habe gefragt, was denn für ein Handelskonto? Nochmal? Ich habe gefragt, was denn für ein Handelskonto? Sie haben schon ein Konto aktiviert bei uns mit unserem Broker? Nee. Was wollen Sie machen mit diesem Konto, das Sie hier haben? Gar nichts, ich will kein Konto. Ja. Hallo. Hallo, schönen Tag, ist Paul Schroeder von Globales Finanzmarkt. Spreche ich mit Martin? Können Sie mal da im Hintergrund die Diskothek ausschalten? Hallo. Bitte? Können Sie da mal die Diskothek ausschalten? Was für eine Diskothek? Ja, der kracht da aus dem Hintergrund. Vielleicht hören Sie etwas. Reine Diskothek. Ja, das hört Ihnen ja vielleicht. Was? Warum denken Sie darüber? Sie müssen nur. Ich verstehe kein Wort. Das ist so laut bei Ihnen. Warum? Warum denken Sie darüber? Sie müssen nur sich selbst denken, ja? Ich verstehe nicht. Über eigene Investitionen denken. Das Was? Ist heute gar kein Konto haben. Ich kann Sie nicht haben. Hören. Die Musik ist lauter als Sie. Jetzt hören Sie mich. So hat das Gespräch keinen Sinn. Schönen Tag noch. Ja. Schönen Tag, ist Paul Schroeder von Globales Finanzmarkt. Hallo. Ja, wen möchten Sie denn sprechen? Spreche ich mit Herrn Martin? Nee. Dann spreche ich das, darf ich das wissen? Nein, nicht mit Herrn Martin. Dann sind Sie wohl gleich verbunden. Dann mit wem spreche ich? Nein, nicht mit dem Herrn Martin. Mit wem Sie dann sprechen? Ja, dann aber mit wem? Das ist doch egal, Sie möchten doch scheinbar nicht zu mir. Das ist überhaupt nicht egal, weil bei Ihnen, bei uns, steht diese also Daten unter Martin. Ist aber falsch. Hier gibt es keinen Herrn Martin. Das kann einfach nicht falsch sein. Ich verstehe also, lieber Martin, dass Sie einfach gelangweilt waren. Ich bin nicht Herr Martin. Telefonaten. Ich wünsche Ihnen noch einen Herr schönen Martin, Tag. Herr ja, Martin, Sie waren einfach gelangweilt von solchen Telefonaten. Aber Sie können also bis zu Ende mich hören, ja? Und damit Sie können Ihr Probleme lösen, ja? Um nicht mehr Anrufe zu bekommen. Hallo. Ja. Herr Vorhausschneider? Was? Guten Tag, Herr Vorhausschneider, ja? Ja. Herr Mark, ja. Guten Tag, mein Name ist Luis Keller und ich rufe von Enduring Market Platform. Das ist eine internationale Investmentgesellschaft. Und ich sehe, Sie haben vor kurzem mit dem Software-System Bitcoin Profi 2 angemeldet. Ist das richtig? Nee. Aber warum? Ich rufe von dem Handelsplattform. Sie haben jetzt sehr gute Möglichkeit, ein passives Einkommen machen. Ja, und? Und ich möchte Ihnen sagen, dass Sie sehr gute Möglichkeit, ein passives Einkommen machen. Und jetzt, ich kann Ihnen erzählen, warum Sie haben diese Möglichkeit. Ja, interessiert mich aber nicht. Wie bitte? Interessiert mich nicht. Aber warum Sie haben kein Interesse? Das ist eine sehr gute Möglichkeit, wie habe ich schon gesagt, ein passives Einkommen machen. Und ich kann Ihnen erzählen, wie das funktioniert. Ja, das dann machen Sie doch Ihr Einkommen damit. Dann machen Sie doch Ihr passives Einkommen und dann können Sie doch zu Hause bleiben. Brauchen Sie die Leute nicht anrufen. Mhm. Sehen Sie, ich brauche nicht so viel Zeit. Sie müssen nur mich hören. Und das Nö, alles. Ich muss überhaupt nicht. Wovon ich spreche, natürlich. Ja, sehen Sie. Ich brauche nicht so viel Zeit, 2 Minuten und das alles. Ja, und? Auf unserer Plattform, Sie haben Möglichkeit mit unseren Finanzexperten und automatischem System handeln. Hören Sie mich jetzt aufmerksam, weil ich schneller höre. Ich ja, wie gesagt, das interessiert mich ja nicht. Sie, aber warum können Sie sich ersparen? Interessieren auf dem passiven Einkommen? Nee. Zum Beispiel, ich finde und, nein, ich weiß, dass auf dem Deutschland Sie zahlen so viel Rechnungen. So viel Woher wissen Sie das denn? So viel Zahl für Ihre Geld gilt auf dem Stromrechnung und Wasserrechnung und Gasrechnung. Mit diesen nee, mein Strom kostet mich überhaupt diese nicht. Diese Rechnungen zurückzahlen. Mein Strom kostet mich überhaupt gar nichts und Wasser auch nicht.
in diesem Fall Stromrechnung und Gasrechnung. Sehen Sie? Nö, habe ich ja nicht. Ich möchte Ihnen erzählen. Hören Sie mich bitte. Ja, aber es interessiert mich doch nicht. Aha, und dann sagen Sie da nichts mehr. Okay, na gut, dann lege ich Sie auf meine Seite. Schönen Tag. Ja, bitteschön. Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Martin Ander? Ja. Gut, Jonas Decker hier von DSOT. Sie haben sich angemeldet bei uns wie Bitcoin Profit Break? Stimmt das? Nee. Kein Interesse mehr? Ich habe mich nicht angemeldet. Also, Dankeschön. Auf Wiederhören. Guten Morgen, hallo? Meine Präsidentin. Hallo, guten Tag, Herr Geis. Hallo? Was möchtest du denn? Ich bin Madeline Smith von Blockchain System, Finanzabteilung, Herr. Hören Sie mich? Ja, schon, ja. Wir haben eine Bitcoin-Transaktion erhalten mit Ihren Daten, Herr. Aber leider ist es gefroren. Sind Sie zu Hause jetzt? Sie machen sich gerade höchst strafbar, was Sie da sagen. Wie wieder? Das ist Finanzbetrug, was Sie da machen. Nein, ich rufe Sie von Finanzabteilung her. Ja, und das ist höchst strafbar, was Sie da gerade machen. Sie kommen dafür. Hallo. Hallo, spreche ich mit Frau Hautschneider? Ja. Ich bin Andreas Bachmann und ich rufe Ihnen bezüglich Ihrer Anfrage an Bitcoin-Ära. Andreas Bachmann. Genau. Aha. Sagen Sie mir bitte, haben Sie die Werbung angeschaut? Was hat Ihnen eigentlich gefallen? Weiß nicht, welche Werbung denn? Bezüglich automatisierter Handelprogramm. Das ist schon gefühlte 1000 Jahre her. Mhm. Und haben Sie probiert, in so solchem Bereich zu verdienen? Nö. Haben Sie nicht? Nö. Wie ich verstehe, Sie haben sich früher angemeldet, weil Sie hätten Interesse, am Internet Geld zu verdienen. Aber warum eigentlich haben Sie sich gegen entschieden? Ja, weil das alles unseriös war, was da so kam. Mhm. Und können Sie mir bitte mitteilen, was eigentlich unseriös war? Ja, wozu sollte ich? Ich fand das da halt alles unseriös und dann habe ich es gelassen. Was wurde eigentlich unseriös? Ja, das ist doch egal. Ich empfand es als unseriös. Der Rest ist doch vollkommen Wurst. Ist für Sie unseriös, das Geld zu verdienen? Nee, aber die Webseiten, die dann da so aufgetaucht sind und die 1000 Anrufer, die sich so bis jetzt gemeldet haben, waren alle unseriös. Da rufen mich dann lauter Andreas Schneiders an und die haben alle eine Katalakenaussprache irgendwo aus Timbuktu. Hauptsache einen deutschen Namen. Ja. Can you hear me? Are you still there? Mr. Leon, can you hear me? What do you like to know? Hello, Mr. Leon, can you hear me? Hello, Mr. Leon, can you hear me? Yeah. Schönen Tag, spreche ich mit Leo Spitzschlupfer. Herr Spitzschlupfer, sind wir bereit, ja? Herr Leon, hier spricht Thomas. Nee, Herr Spitzschlupfer, nicht Herr Leon. Herr Spitzschlupfer. Ich habe verstanden. Ich kann nicht mit Vorname Ihnen sagen. Nö. Wir können uns ja nicht. Schönen guten Tag. Hallo, Herr Vorausscheider? Ja, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich rufe Sie wegen Ihrer Interesse am Finanzmarkt. Welches Interesse denn? Haben Sie sich registriert und ein Online-Konto gestellt? Wo denn? Im Finanzmarkt, bei unserer Werbung. Wo denn? Bei unserer Werbung. Ja, wo denn genau? Ich weiß noch nicht, welche Werbung Sie meinen. Ich habe jeden Tag was im Briefkasten. Wir haben Bitcoin 360i. Sagt mir jetzt so nix. Doch. Ne, so sagt mir das jetzt erstmal nix. Ich jetzt nichts mit anfangen. Was? Hey, das war's leider schon von unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Wenn dir das Hörspiel gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da.
Wenn du magst, abonniere gerne den Kanal, falls noch nicht geschehen, und klick auf die Glocke, damit du auch kein Video in Zukunft mehr verpasst. Schau gerne noch in die Playlist. Hier findest du noch viele weitere Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.